Diese Auseinandersetzung in Wackersdorf geht es nicht um die Frage für oder gegen die Kernenergie. Da geht es nicht um die Frage für oder gegen die Demonstrationsfreiheit. Da geht es darum, dass Hunderte, ja, es waren wohl fast an die 1000 kriminell gewalttätige kommunistische und anarchistische Gruppen, unterstützt von einer 3- bis 4-fachen Zahl von Helfershelfern, abgedeckt und abgeschirmt, zum Teil sogar Frauen und Kinder sozusagen als Geiseln um sie herum, versucht haben, Bürgerkrieg zu proben, den Aufstand zu proben, den Staat als eine lächerliche Größenordnung hinzustellen und sich selbst zu Herren des Geschehens zu machen. Man wird einfach aggressiver. Man, wir wollen jetzt keine Gewalt, weil wir überhaupt nicht. Wir wollen halt bloß ein bisschen. Wir wollen wieder. Werden, ne? Das ist halt unsere Heimat, gell? Also ich bin halt ein Oberpfälzer. Ich habe wirklich nicht ein Heimatgefühl. Ja, weil das nicht, ja. Meine Eltern, meine Großeltern, wir haben gebürtige Oberpfälzer. Und ich bin ein bisschen heimattreu. Das ist halt das Schlimme noch dabei, gell? Ja, das ist sicher. Niemand will Gewalt, aber man wird halt mit der Zeit. Manches versteht man, was ich vor einem Jahr bestimmt nicht verstanden hätte. Ich habe da hinten vorher mit einem Polizisten gesprochen, einem Älteren. Und dann hat er gesagt, na ja, sie ja nicht, aber die da vorne, hat er gesagt, die also da mutwillig den Zaun kaputt machen wollen, die können wir nicht mehr als friedliche Demonstranten bezeichnen. Dann habe ich gesagt, na ja, dann werden wir mal schnell da nach vorne gehen, wenn sie die Leute praktisch so beurteilen. Dann habe ich gesagt, was glauben Sie, was ich gern mit den Zaun machen würde? Und Polizeistaat, das sieht man das selber, ne? So schwarz auf weiß da. Ne? Das sind die Dienstführer. Aber das eine ist ja das, ne? Wenn jetzt sie heimkommen mit dem Zeug, da haben sie das. Das wird alles rausgewischt. Alles, das ist alles heraus. Ich glaub's aber auch. Weil, oder Monika hat schon so Schwierigkeiten gekriegt, damals ja, mit der Sendung. Ich hab das wird rausgewischt. Man hätte hinschreiben sollen, gell? Aber man ist zu bequem, sagen wir es mal ganz ehrlich. Mhm. Und vielleicht hat man auch ein bisschen Angst. Arbeitsmäßig. Ja. Ganz ehrlich, das ist das Schlimme bei uns. Das ist kein Freistaat mehr im Endeffekt. Wir haben erlebt, wie hat die Polizei Zugriff. Und ich glaube, dass jetzt sehr viele Oberpfälzer nicht nur gegen die WAA sind, weil sie unsere Gesundheit und unser Leben bedroht, sondern auch gegen ein System, das mit allen Mitteln der Macht dieses Projekt gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken will und das sich hinter der Polizei verschanzt. Vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß nur eins, da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit. Aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst als unsere Zukunft, als unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben. Eine Zahl von Helfershelfern abgedeckt und abgeschirmt, zum Teil sogar Frauen und Kinder sozusagen als Geiseln um sie herum, versucht haben, Bürgerkrieg zu proben, den Aufstand zu proben, den Staat als eine lächerliche Größenordnung hinzustellen und sich selbst zu Herren des Geschehens zu machen. Man wird einfach aggressiver. Ich meine, wir wollen jetzt keine Gewalt, weil wir überhaupt nicht. Wir wollen halt bloß ein bisschen. Wir wollen wieder. Werden, ne? Das ist halt unsere Heimat, gell? Also ich bin halt ein Oberpfälzer. Ich habe wirklich nicht, ein Heimatgefühl. Ja, weil das nicht. Ja. Meine Eltern, meine Großeltern, wir haben gebürtige Oberpfälzer. Und ich bin ein bisschen heimattreu. Das ist halt das Schlimme noch dabei, gell? Ja, das ist sicher. Niemand will Gewalt, aber man wird halt mit der Zeit. Manches versteht man, was ich vor einem Jahr bestimmt nicht verstanden hätte. Ich habe da hinten vorher mit einem Polizisten gesprochen, einem Älteren. Und dann hat er gesagt, na ja, sie ja nicht, aber die da vorne, hat er gesagt, die also da mutwillig den Zaun kaputt machen wollen, die können wir nicht mehr als friedliche Demonstranten bezeichnen. Dann habe ich gesagt, na ja, dann werden wir mal schnell da nach vorne gehen, wenn sie die Leute praktisch so beurteilen. Dann habe ich gesagt, was glauben Sie, was ich gern mit den Zaun machen würde? Und Polizeistaat, das sieht man selber, ne? So schwarz auf weiß da. Ne? Das sind die Dienstführer. Ne? Aber das eine ist ja das, ne? Wenn jetzt sie heimkommen mit dem Zeug, dampft man das. Das wird alles rausgewischt. Alles, das ist alles heraus. Ich glaub's aber auch. Weil, wo der Monitor schon so Schwierigkeiten kriegt, damals ja, mit der Sendung. Ich hab das wird rausgewischt. Man hätte hinschreiben sollen, gell? Aber man ist zu bequem, sagen wir mal ganz ehrlich. Und vielleicht hat man auch ein bisschen Angst. Arbeitsmäßig. Ja, ganz ehrlich, das ist das Schlimme bei uns. Das ist kein Freistaat mehr im Endeffekt. Wir haben erlebt, wie hat die Polizei Zugriff. Und ich glaube, dass jetzt sehr viele Oberpfälzer nicht nur gegen die WAA sind, weil sie unsere Gesundheit und unser Leben bedroht, sondern auch gegen ein System, das mit allen Mitteln der Macht dieses Projekt gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken will und das sich hinter der Polizei verschanzt. Wir wollen jetzt keine Gewalt, weil wir überhaupt nicht. Wir wollen halt bloß ein bisschen. Wir wollen wieder. Werden, ne? Das ist halt unsere Heimat, gell? Also ich bin halt ein Oberpfälzer. Ich habe wirklich ein Heimatgefühl. Meine Eltern, meine Großeltern, wir haben gebürtige Oberpfälzer. Und ich bin ein bisschen heimattreu. Das ist halt das Schlimme noch dabei, gell? Ja, das ist sicher. Niemand will Gewalt, aber man wird halt mit der Zeit. Manches versteht man, was ich vor einem Jahr bestimmt nicht verstanden hätte.
Ich habe da hinten vorher mit einem Polizisten gesprochen, einem älteren. Und dann hat er gesagt, na ja, sie ja nicht, aber die da vorne, hat er gesagt, die also da mutwillig den Zaun kaputt machen wollen, die können wir nicht mehr als friedliche Demonstranten bezeichnen. Dann habe ich gesagt, na ja, dann werden wir mal schnell da nach vorne gehen, wenn sie die Leute praktisch so beurteilen. Dann habe ich gesagt, was glauben Sie, was ich gern mit den Zaun machen würde? Und Polizeistaat, das sieht man auch selber, ne? So schwarz auf weiß da, ne? Das sind die Dienstbuhren. Ne? Aber das eine ist ja das, ne? Wenn jetzt sie heimkommen mit den Zeug, da haben sie das. Das wird alles rausgewischt. Alles, das ist alles heraus. Ich glaub's aber auch. Weil, wo der Monitor schon so Schwierigkeiten kriegt, damals ja, mit der Sendung. Es wird rausgewischt. Man hätte hinschreiben sollen, gell? Aber man ist zu bequem, sagen wir mal ganz ehrlich. Und vielleicht hat man auch ein bisschen Angst. Arbeitsmäßig. Ganz ehrlich, das ist das Schlimme bei uns. Das ist kein Freistaat mehr im Endeffekt. Wir haben erlebt, wie hat die Polizei Zugriff. Und ich glaube, dass jetzt sehr viele Oberpfälzer nicht nur gegen die WAA sind, weil sie unsere Gesundheit und unser Leben bedroht, sondern auch gegen ein System, das mit allen Mitteln der Macht dieses Projekt gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken will und das sich hinter der Polizei verschanzt.